So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich hier aus dem Schwarzwald mal wieder. Ich habe heute Morgen um 4.30 Uhr spontan entschieden, dass ich hier die kleine Fotoreise machen will in den Schwarzwald. Und obwohl es in Stuttgart tatsächlich echt nicht so richtig geil war, wettermäßig, ist es hier umso schöner. Das Wetter ist wirklich, wirklich toll, muss ich sagen. Da gibt es überhaupt gar nichts zu mosern. Und ich habe schon hier durch Zufall auf dem Weg zur Location, die ich geplant hatte, schon was gefunden, was echt vielversprechend aussieht. Und zwar Folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr es hier seht. Es ist ein wunderschönes Tal. Ich bin hier ein bisschen zu weit weg mit der Optik. Deswegen habe ich hier meine neueste Errungenschaft mitgenommen. Und zwar ist es diesmal auf meiner Nikon Z7. Und zwar ist das hier das Sigma 150-600mm. Der Witz ist, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Telefotograf bin und auch überhaupt gar kein Zoom-Fotograf bin. Bis jetzt auf die neue Zoom-Optik, die ich für die GFX gekauft habe. Was auch sehr untypisch ist, wie gesagt, dass ich hier überhaupt mit einer Zoom-Optik arbeite. Aber in manchen Fällen ist es einfach sinnvoll, das zu machen. Hier in dem Telebereich 150 bis 600mm ist es auf jeden Fall sinnvoll, einen Zoom zu haben. So, jetzt ist es eine Dreiviertelstunde später und ich bin noch kein Stück weiter gekommen, weil dort unten ein wunderschöner einzelner Baum steht, der von Nebel umschlungen, umwunden wird. Aber nie so, wie es mir recht ist. Jetzt habe ich eine Timelapse gemacht, über eine halbe Stunde. Und jetzt habe ich aber auch noch hier gestanden bis jetzt eben, wie gesagt, 45 Minuten später, in der Hoffnung, dass ich diesen Baum mal ohne Nebel erwische. Scheint so ein bisschen eine Challenge zu sein. Ist aber mega spannend, also macht es voll Spaß, muss ich echt sagen. Und ich habe das schon lange nicht mehr gemacht, mir einfach mal einen Tag Zeit zu nehmen und halt in aller Ruhe schön zu fotografieren. Es ist echt ein Witz. Jetzt habe ich gerade gemosert und mich beschwert und jetzt ist der Moment, es ist so geil, er ist genau, aber jetzt wirklich in Ewigkeiten, in der Dreiviertelstunde war jetzt das allererste Mal, tatsächlich so zu sehen, wie ich das mir wünsche. Schau mal, ob das so funktioniert. Mose, Mose, Mose. Alles mal weg. Also ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber so sieht es aus. Und jetzt können wir weitergehen und ich bin voll froh, weil obwohl es hier mega schön war, habe ich schon noch ein paar Sachen vor. Ich zeige euch nochmal, wie es denn tatsächlich in live hier aussieht. So sieht es hier aus. Genau, ich zoome euch mal rein, dass ihr seht, wie das aussieht. Genau, und das ist das Setup mit der Z7, wie gesagt. Aber ich kann es nicht abwarten, um das mal mit der GFX zu machen. Und jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, warum ich diese Optik denn überhaupt gekauft habe, wenn ich überhaupt gar kein Fotograf bin, der mit Tele oder im Telebereich arbeitet. Ich hatte die gekauft für diverse Veranstaltungen, wo ich mir gedacht habe, dass es unter Umständen ganz gut sein könnte, nicht jedes Mal ganz nah hin zu müssen. Also wenn man im Bereich so Speakers spricht etc., habe ich für den Bereich jetzt ein paar Mal probiert. Habe aber festgestellt, dass es eigentlich viel besser ist, wenn die Leute den Fotografen wahrnehmen, dass sie fotografiert und mit nur 600mm Optik auf 20 Meter Entfernung wird man da eben natürlich nicht so wahrgenommen und ich will nicht in der hinterletzten Reihe stehen und durch Winken auf mich aufmerksam machen müssen. Insofern war das für diese Geschichte jetzt mal okay zu haben. Aber wozu es jetzt wirklich geil ist, und das habe ich mir überlegt, dass das ja eigentlich schon für Landschaftsfotografie auch immer geil ist, ein Tele dabei zu haben,
nutze ich es jetzt eben für den Landschaftsbereich. Und heute ist das erste Mal. Wie gesagt, wir sind jetzt hier im wunderschönen Schwarzwald zum Beginn des Frühlings. Heute ist der 19. März, genau. Und jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Ding so hinkriegen. Ich habe auch noch die GFX dabei mit der 90mm 1.25 TT Artisan. Die wird auf jeden Fall auch zum Einsatz kommen. Und ich habe ja einen Adapter, mit der kann ich die 150 bis 600 mm auch auf die GFX adaptieren. Das hatte ich beim Kauf natürlich auch noch im Hinterkopf, weil das ja meine Hauptkamera eigentlich ist. Genau, schauen wir mal, was so passiert. So, boah, jetzt habe ich mich halt echt eine Stunde einen Berg hochgekämpft und ich dachte, ich mache es besonders schlau und gehe querfeldein und es war die falsche Entscheidung. Ja, ansonsten geht es gut in der Regel. Diesmal wäre es wahrscheinlich besser und weniger anstrengend gewesen, wäre ich einfach den offiziellen Weg gegangen. Aber so ist es. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt ist hier ein befestigter Waldweg, auf dem es ganz angenehm zu gehen ist. So, und jetzt ist es tatsächlich geschafft, dann doch noch, und zwar hier sind wir an dem Lothar-Denkmal. Liegt genau vor uns, wunderschön gelegen. Das Denkmal selber ist auch echt was ganz Besonderes, wie ich finde. Das ist ziemlich modern gehalten und abstrakt und ein bisschen gruselig, finde ich es auch, futuristisch. Ja, sowas von Giger hat es jetzt nicht wirklich, aber so ein bisschen in die Richtung mit viel Fantasie könnte schon gehen. Genau, und so ist es gelegen. So sieht es da aus. Wunderbar. So, und hier haben wir es. Das ist die Perspektive, aus der ich es fotografieren will mit der 90mm. Wie gesagt, das ist dann auf Full Frame gerechnet. Ist eine 90er, dann eine 72mm. Genau. Jetzt baue ich das alles mal auf Stativ auf und dann schauen wir es uns gemeinsam an. So, ich habe mir so ein kleines Reisestativ mitgebracht. Zum Glück nicht das große. Nämlich so, wie gesagt, ich musste mich hier schon echt ordentlich hochkämpfen. Deswegen bin ich froh, dass ich hier ein bisschen Gewicht gespart habe. Das ist jetzt nicht so stabil. Man könnte auch meinen, dass es für ein Mittelformat gänzlich ungeeignet ist. Dem ist aber nicht so. Ich habe mit dem gute Erfahrungen gemacht. Sogar auch bei Langzeitbelichtungen schon. Das war bisher nie ein Thema. Insofern toi 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 hoffe ich, dass das jetzt heute auch kein Thema wird. Diesen Knopf hier lösen. Ja, dann schauen wir es uns mal an. Ja, das sieht schon echt ganz geil aus. Das sind tatsächlich, also wenn mich nicht alles täuscht, Wolken, die da reinkommen ein bisschen. Was sehr passend ist. Ja, dann machen wir jetzt mal alles scharf.
So, jetzt bin ich ein bisschen höher. Auf Blende 2, 1000stel. Auf Bracketing sind wir, das ist gut. Dann machen wir das mal. Das sieht gut aus. Jo, ich glaube, das ist eigentlich so, wie ich mir das gewünscht habe. Jetzt kommt die Sonne hier ein bisschen raus, das will ich so eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall warte ich jetzt noch, bis die Wolken sich da hinten vielleicht noch ins Bild ein bisschen rein bewegen. So, also die Wolken bewegen sich schön, die ziehen. Allerdings ziehen sie von rechts nach links. Ist gar nicht doof, weil jetzt eine Riesenwolke kommt, das ist richtig gut. Und zwar dieses Ding zieht hier rein und wird dann hoffentlich einen dramatischen Hintergrund schaffen. Dramatischer als jetzt. Dann schauen wir mal.